sind hochdetaillierte Wagen mit Federpuffern. Natürlich sind auch Metallteile dran, viele, viele Details, auch freistehende Details. Hier habe ich zum Beispiel einen gedeckten Güterwagen, der mit dänischem Vorbild, der für Tiertransporte ausgelegt ist. Diese gibt es in verschiedenen Epochen. Hier habe ich jetzt einen, der von 1944 bis 1962 so im Einsatz war.